Herzlich willkommen bei Greenscaping und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute in diesem Video möchte ich euch einen CO2-Dauertest für 1,99 Euro vorstellen. Und was der so kann, das erfahrt ihr nach dem Intro. So, vor mir könnt ihr jetzt schon einmal die zwei CO2-Dauertests sehen, die ich bei Amazon eben für 1,99 bekommen konnte, also jeweils ein. Also insgesamt habe ich 3,98 Euro dafür. Das finde ich ein wirkliches Schnäppchen. Und wir können das Ganze ja mal auspacken und dabei kann ich ja euch einmal eben erzählen, warum ich mir überhaupt so eins gekauft habe. Und zwar war nämlich meins kaputt gegangen, und zwar war nämlich meins eins von Delaville. Und da habe ich nur noch die Verpackung behalten, das kann ich euch gleich einmal zeigen. Und dann war ich erst bei Aquasavi auf der Homepage und die waren mir alle so ein bisschen teuer. Und da zahlt man ja so circa, ja, sagen wir mal, ab 10 Euro fangen die an und die gehen dann bis über 50 Euro. Wenn man jetzt die von ADA hat, ja, die kosten dann eben so viel. Und das wollte ich aber nicht ausgeben. Und zufällig bin ich dann auf Amazon auf diesen wirklich schönen CO2-Dauertest gestoßen und der kostet wirklich nur 1,99. Ich glaube, der ist teurer geworden. Am Anfang war das noch günstiger und da habe ich gesagt, dann schlage ich gleich zu und kaufe mir auch noch einen zweiten dazu. Und das Schöne ist ja immer, wenn man zwei hat, kann man den einen schon ins Aquarium einbauen, sodass ich euch das gleich auch zeigen kann, wie es im Aquarium aussieht. Und den zweiten haben wir dann hier einmal ausgepackt. Oh, so. Und wenn wir uns den CO2-Dauertest mal genauer anschauen, wird uns auffallen, dass die Verarbeitung und die Qualität wirklich super ist. Also der besitzt nirgendwo irgendwelche harten Kanten, irgendwelche abgeschnittenen oder scharfkantigen Stellen. Auch der Saugnapf, der hält wirklich super im Aquarium. Das Glas ist sehr dick und ich merke da jetzt keinen Unterschied zu den teureren Drop-Checkern. Also der Denali war jetzt auch nicht so teuer, den ich vorher hatte, 15 Euro. Der war einfach von der Form ein bisschen anders, da war ein bisschen kleiner und das Ganze sehen wir auch, wenn wir das Ganze einmal versuchen da rein zu tun, also in die Form von dem Denali Drop Checker, da sieht man, dass das Ganze ein bisschen größer ist und um das genauer nochmal zu zeigen, wie groß der eigentlich ist, habe ich mir einfach mal so ein Messband geholt, jetzt werde ich das Ganze einfach einmal vermessen und das Ganze ist circa 5 cm in der Breite und circa 5 cm und circa 5 cm in der Länge. Das sind also ungefähr die Abmessungen der etwas größeren CO2-Dauertests, die man so im Handel kriegt. Also zum Beispiel der von Aquasavi oder auch der große von ADA. Ich glaube, die besitzen sogar nur eine Größe. Der von der Größe ist ungefähr genauso groß. Und jetzt zur Frage, warum habe ich eigentlich zwei von denen hier gekauft? Denn Versandkosten waren 1,39, was wirklich für zwei solche CO2-Drop-Checker wirklich mega günstig ist, wenn man bedenkt, dass dieses Paket, was gekommen ist, wirklich so groß war. Das sah aus wie so eine Hundekottüte in Schwarz, wahrscheinlich aus China, so wie das Ganze hier auch drauf aussieht, chinesische Schriftzeichen. Und dass man das Ganze für 1,39 Euro machen kann, ist mir ein Wunder. In Deutschland zahlt man da schon mehr. Und deswegen habe ich gleich zwei bestellt, weil wenn das so günstig ist, möchte ich nicht die Hälfte für allein für die Versandkosten bezahlen. Und wenn mir der mal runterfällt, ist das nicht so schlimm. Und ich kann den auch einfach in mein Nanobecken mal stellen und dort schauen, wie dort der CO2-Wert so ist. So, ein Haken gibt es natürlich immer, wenn man so günstig irgendwas in China bestellt. Und das ist wie bei allen Produkten aus China eigentlich so. Und zwar ist es die lange Lieferzeit. Und die betrug bei mir jetzt circa 3 Wochen. Also wenn ihr das Ganze plant, euch zu kaufen, dann bedenkt bitte, dass so ein CO2-Drop-Checker circa 3 bis 4 Wochen braucht, bis der hier ankommt. Das Ganze, finde ich, ist aber ein guter Kompromiss dafür, dass es so billig ist. Wenn ihr das ganz schnell braucht, dann geht zu Aquasavi oder zu anderen, wo ihr das bekommt. Und wenn ihr Interesse habt, so wenig auszugeben oder das Ganze auch mal ausprobieren wollt, eben wirklich super Verarbeitung, hier alles schön aus Glas, schön so durchsichtiger Saugnapf, dann werde ich euch das verlinken. Einmal unten in der Videobeschreibung findet ihr dann den Link zu Amazon, wo ihr mich natürlich gleichzeitig wieder mit unterstützt, was bei dem Preis bei 1,99, wenn ihr das kaufen solltet, natürlich
echt mega wenig ist. Aber darum soll es ja auch gar nicht gehen. Ich bin einfach nur mega begeistert von dem Ding, dass man das für 1,99 herstellen kann und dann auch noch hier so günstig versenden kann. Ist wirklich der Hammer. Ich bin geflasht. Und ich kann ja euch auch nochmal den zeigen hier von JBL. Grundsätzlich rate ich da jedem von ab, denn diese Dinger sind wirklich ziemlich undicht. Und ein weiterer Haken ist, dass die mit dem Alter nicht mehr aufgehen. Ich ziehe jetzt hier wirklich mit meiner vollen Kraft dran und ich hau gleich gegen die Kamera. Ich kriege schon wieder zu viel hier. Das Ding geht nicht. Oh, guck mal, jetzt ist schon hier wieder der Saugnapf abgegangen. Also man kann sehen, man kann hier so viel ziehen, wie man. Ah, jetzt ist ab. Also das ist wirklich jedes Mal die Katastrophe schlechthin, dieses Ding aufzukriegen. Und stellt euch vor, jetzt in der Flüssigkeit, das wäre jetzt alles hier rausgepanscht. Und das finde ich ist eine Sache, die geht nicht. Und deswegen würde ich von diesem auch streng abraten. JBL hat jetzt ja auch wieder einen neuen rausgebracht. Aber von dem lasse ich lieber gleich die Finger, weil der sieht erstens nicht so gut aus und zweitens ist der nicht aus Glas. Und drittens habe ich diese negative Erfahrung mit dem Vorgänger gemacht. Und deswegen Finger weg davon, genauso wie mit dem Ei, das kriegt ihr nachher auch nicht wieder auf. Und das Lustige ist ja, dass der zwar nicht mehr wieder aufgeht. Ach du Jemine. So, wo waren wir stehen geblieben? Also, das Lustige an dem Ganzen ist, dass das Ding ja nicht wieder aufgeht, aber auch nicht richtig verschließt. Also, ich habe das Ganze ja ausprobiert, als meiner dann kaputt war und da lief das Ganze dann immer hier komplett raus. Und bei dem Ei war das auch so, also. Lasst die Finger davon, kauft euch lieber entweder sowas Teures von HDA, wenn ihr wirklich HDA haben wollt, oder wenn ihr nur 1,99 ausgeben wollt, günstiger bekommt ihr es nicht, dann könnt ihr das Ganze bei Amazon bestellen. Und ich werde dann noch meine Bewertung abgeben, denn ich bin maßlos glücklich. Ich hoffe natürlich wieder, dass euch das Video gefallen hat. Und mich würde natürlich mal interessieren, was benutzt ihr eigentlich so für CO2-Dauertest? Und wie sind eure Erfahrungen mit diesem Dauertest? Und welche CO2-Flüssigkeit benutzt ihr überhaupt da drin? Ich benutze übrigens die von JBL, aber ich würde auch gerne nochmal die von Aquasabi testen, weil natürlich das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach viel, viel besser ist. Ja, ich freue mich natürlich wieder auf eure netten Kommentare und bin gespannt, was ihr so benutzt und wie ihr damit so klarkommt. Und wie steht ihr eigentlich zu China-Produkten? Da auch mal unten in die Kommentare über eure Geschichten. Freue ich mich wirklich sehr. Und ich freue mich natürlich auch wieder über die nächsten lustigen und wirklich spannenden Videos mit euch. Wartet euch wohl. Bis dahin. Ciao.